Yes. Wenn man voll in einer Emotion drinnen ist, wie kommt man da, kann man das irgendwie stoppen? Angenommen, ich bin sehr zornig, kann ich das so irgendwie abdrehen? Gibt es eine Möglichkeit? Yes, I think three ways. First is if you just wait, just kind of delay your reaction. And wait, give some time, and that changes. That will change. That will definitely change, because when we are in that kind of situation, then if you don't react, your reaction changes. Anything like that. I have talked to people who were, who's they say, I don't know, maybe they didn't want to. They said, "Oh, I'm going to kill myself now." They call sometimes. And then we talk, and if I can let them talk, within 15, 20 minutes, they stop wanting to kill themselves. Many times. Same with the anger, you know. It's also in the history. There's a very nice book by John F. Kennedy, The History of All the American Presidents, the Great Presidents of America. And there's one thing which I thought was very interesting, because I think it was Abraham Lincoln, I think, if not George Washington, one of them, I don't remember very clearly. Used to, you know, when he used to receive letters from his generals, then he used to write immediately a response. And then he didn't send those responses. He kept those responses and slept over them. And next day he wrote another one. But somehow he kept those unsent letters. And they are now to be, you know, it's in the archive. And it is said, I mean, John Kennedy says that if he had sent those letters that he wrote first, the history of America would have been totally different. Because what he said in his second letter was completely different from what he wrote in the first. That's how quickly we change our way of thinking, how we react. So therefore, one way is to let relax and, you know, let kind of yourself be without reacting for a while. And then automatically changes. Our emotion automatically changes because it can't stay the same for long. That's one way. Another is that when we are in that emotion, if it is possible for us, if we can, this is maybe more hard, but if we have some discipline, we can think about something else. If we allow our mind to focus on something else, something different than that, then also this can completely be changed. Like if you, that's why His Holiness Dalai Lama says, no? His Holiness Dalai Lama says that
because people were celebrating his, you know, his 80th birthday and his 81st birthday and his 82nd birthday in a very big manner. Then he was saying that, you know, actually the best birthday present for me is that when you are in a very negative state of mind, like anger or hatred or something like that, before you're reacting to that, just remember my face. Remember my face, and then, you know, think about me, what I said. And if you do that, that would be the best birthday present. And I think that's one of the best ways also, like if you are really upset or angry and, you know, about to do something destructive, if you can remember His Holiness Dalai Lama's face, or his smile, or his laugh, or something like that, I think we will react differently. That's why we have all these Buddhas and Bodhisattvas and things like that. If we can allow our mind to focus on something else on that in that moment, then I think it will change. That's what you call the transforming. I sometimes jokingly say that if you are really upset and angry, then imagine that a very nice chocolate is melting on your you know, tongue. And also maybe you will have a different experience. Die Antwort ist, da gibt es drei Wege oder Möglichkeiten, damit umzugehen. Das erste ist abwarten und sozusagen deine Reaktion oder Antwort zu verzögern. Einfach dem Ganzen Zeit zu geben, dann wird sich das alles schon ändern. Und es ist einfach so, wenn wir in irgendeiner Situation sind und eine Reaktion darauf haben, die sehr emotional ist, wenn wir einfach innehalten und abwarten, dann wird sich unsere Reaktion schon ändern. Und zum Beispiel Rinpoche hat schon manchmal Anrufe bekommen von Leuten, die sagen, ja, es ist alles so schrecklich, ich will mich umbringen. Und dann haben sie geredet, 10 oder 20 Minuten. Und allein schon durch diese Zeit hat sich deren Emotionslage verändert und sie wollten sich nicht mehr umbringen. Und es gibt auch Beispiele eben in Bezug auf Wut. Da gibt es Geschichte von John F. Kennedy, der ein Buch geschrieben hat über die Geschichte der großen amerikanischen Präsidenten. Und da wurde entweder Abraham Lincoln oder George Washington als Beispiel genommen, der, wenn er manchmal von seinen Generälen irgendwelche schwierigen Briefe überreicht bekommen hat, dass er dann direkt einen Antwortbrief geschrieben hat, den aber nicht verschickt hat, sondern drüber geschlafen hat und am nächsten Tag einen anderen Brief als Antwort geschrieben hat und den dann verschickt hat. Aber diese ungesendeten Briefe, die wurden archiviert, die hat er irgendwie aufbewahrt. Und John F. Kennedy sagte dann in dem Buch eben, wenn diese ursprünglichen Direktreaktionsbriefe verschickt worden wären, dann wäre die Geschichte von Amerika sicher ganz anders verlaufen. Das war wirklich so ein großer Unterschied zu sehen zwischen der ersten Version und dann der Version des nächsten Tages, die dann tatsächlich verschickt wurde. Deswegen ist es so wichtig, innezuhalten, sich zu entspannen und sich selbst Zeit zu lassen. Und dann wird sich die Emotion automatisch verändern. Dann zweitens, die zweite Möglichkeit damit umzugehen, ist ein bisschen schwieriger, braucht ein bisschen Disziplin, aber dann funktioniert es. Wenn wir in so einer Situation sind, dass wir in so einer ganzen Emotion so gefangen sind und so aufgesogen darin sind, dass wir versuchen, an was anderes zu denken, dass wir versuchen, unseren Geist auf etwas anderes zu fokussieren. Zum Beispiel hatte seine Heiligkeit der Dalai Lama gesagt, als die Leute seinen 80., dann 81. oder 82. Geburtstag gefeiert haben, hat er gesagt, was für ihn sein Lieblingsgeschenk wäre. Und das wäre nämlich, wenn Leute, die in ganz negativen Emotionen sind, ganz stark negativen Geisteszustand haben, dass sie, bevor sie dann das ausagieren und dann irgendwelchen Schaden anrichten,
dass sie innehalten und sein Gesicht erinnern und sich daran erinnern, was seine Lehren sind. Das wäre sein Lieblingsgeburtstagsgeschenk. Und Rimbaud findet das eben sehr, sehr hilfreich und sehr, sehr praktisch, wenn wir wirklich in einer ganzen negativen Emotion überrollt sind und ganz aufgesogen sind und drauf und dran sind, irgendwas Destruktives zu tun. Das ist so schön, wenn wir dann uns das Gesicht von seiner Heiligkeit, dem Dalai Lama, erinnern, wie er lacht und das was uns auch daran erinnert, was er lehrt. Das ist ja auch der Grund, warum wir so viele Buddhas und Bodhisattvas hier abbilden, um das dann als Fokus haben zu können, wenn wir in negativen Emotionen sind. Und diese Herangehensweise ist dann die Transformation dieser negativen Emotionen. Für Rinpoche wirkt es auch, das hat er auch manchmal schon gelehrt, wenn man in ganz doller negativer Emotion ist, dass man sich vorstellt, wie eben so eine ganz leckere Schokolade so auf der Zunge zergeht. Das wäre auch schon ein gutes Ding. Dritte hat er jetzt nicht gesagt, wie man damit umgehen kann. Seit einer Weile habe ich Kontakt zu den Lehrern und je mehr ich mich mit der Praxis beschäftige, desto mehr passiert es mir eigentlich, dass ich manchmal mich sehr unkomfortabel fühle oder ungeduldig werde oder unleidig mit irgendwelchen Leuten. Und ich manchmal das Gefühl habe, dass vor allem, wenn ich viel arbeite oder sowas, ich eigentlich noch mehr in irgendeine Ungerechtigkeit oder in ein ungutes Gefühl komme und das eigentlich nicht so richtig ändern kann. Und dann zwar so Ausweichdinge auch mache, aber es mir nicht wirklich gelingt und die Praxis mir damit im Moment auch irgendwie nicht so richtig hilft. Und ich habe so das Gefühl, ich gehe den falschen Weg und komme aber auch nicht so richtig raus dabei. I think it's like this, you know, what you mean is that although you know the practice, it's not becoming better. You know, it's like this. First, it is we have so much strong habit in reacting the way we do that we need lots of discipline to actually use it. For instance, you know, sometimes we know this is better, but we don't do it. I know that if I did some walking and exercise or yoga or something like that, it would be very good for me. And I know how to do it. Many teachers, yoga teachers, even videos on how to do it. 5 minute video, 10 minute video. Yeah. I don't. And even I was told somebody that if you can run in your mind, you run, then they've measured in the brain and said it gives the same message to your straight, you know, and almost have the same effect on your body. I wanted to try that. And even that I didn't do. Yeah. So we have a lot of resistance to actually doing what we know we should do. So therefore, you know, sometimes it's a matter of, like, we really do it. If you really do it, then we have some results. If we know how to do but we don't do it, then we don't have results. Yeah? So doing is very important.
Of course, knowing how to do it is important, but without doing, it doesn't work. So therefore, we need to kind of really use our kind of discipline, you can say, if you like, or determination to do it. And I think once we actually do it, and we see a little bit of a result, I think we feel more and more encouraged and inspired to do it. That's one very important thing. I'm not saying you are not doing it. Another is, we have we are too busy. Or we make our life too busy. Especially me, I don't know about you. I make my life so busy. I travel the way I do. I don't give one day gap. And this is who is doing it? Myself. You know, I can't blame anybody else. You know, I make like that. And many of us do that. Many of us have so many things to do. We make lots of things, lots of, you know, schedule, lots of projects. Lots of, they make even the holidays so busy that it's more than work. At 6 o'clock, after 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, this, you know? And the worst is the Germans. I don't know about Austrians, but I heard that they are a little bit similar. You know, in Germany, everywhere else where I go, they make schedule is that from this time to this time you teach, and then from this time to this time you teach. That's all they give me. In Germany, what they give me, they have a page like this, you know, from 7 o'clock to 10 o'clock at night. And then they fill up breakfast, like this, and the rest they make it very, you know, rest. And then, you know, and then they say, oh, there is a gap here, what do you want to do? There is a gap of half an hour, what do you want to do? They want to schedule every little, you know, and then you have to look at, you know, oh, now it's time to rest. So if you're like this, I think it's difficult, you know. Then we will be, so therefore we really need to learn to relax a little bit, I think. Yeah. Need to relax, because if you are too busy and too kind of running all the time in the mind, we are tired. When we are tired, two things is very, very good or bad for emotions. Yeah? When you are tired and when you are hungry. Especially for men. I don't know why, but I don't see hunger affecting that badly on women. They can also fast a lot. Not eating is kind of okay for them. For a man, hunger means an anger. I more or less see it like that, including myself. So I think, you know, you need to eat. As soon as you're getting angry, have something to eat. And drink. Drinking water is best for tiring. This is really what I have found out in my own experience. If I'm a little tired, I drink 2 cups of cold water,
and I am totally, the time is completely gone. Then I think we can, you know, you should be able to a little bit more practice. It's not that, you know, you'll be free from all negative emotions. That's a little bit, you know, not so easy. But, you know, we have to work. Again, here also, the same thing. You know, we cannot expect too much. Because it's something that we have, not, you know, just from yesterday, you know. We have it for life after life after life. That's why we are in samsara. So therefore, we can't expect all our negative things go away like that. Also, Rinpoche sagt, deine Frage scheint zu sein, obwohl du praktizierst, wird es nicht besser. Und Rinpoche sagt, da gibt es zwei Dinge sozusagen. Das erste ist, dass wir einfach so viel Gewohnheiten haben in eine Richtung der Reaktionsweisen, dass wir dann also sehr viel Disziplin brauchen, um eben dann was anderes zu machen. Zum Beispiel wissen wir oft, was eigentlich gut ist zu tun, aber wir machen es trotzdem nicht. Zum Beispiel Rinpoche sagt, er weiß, dass es gut wäre, jeden Tag spazieren zu gehen, Übungen zu machen, Yoga zu machen, dass es gut für ihn wäre, aber trotzdem macht er es nicht. Und obwohl Yoga-Lehrer ihm schon Videos gegeben haben für einfache Übungen, 5-Minuten-Video oder 10-Minuten-Video, er macht das dennoch nicht. Und ihm wurde sogar gesagt, man kann sich auch nur vorstellen zu rennen, dass man sich das geistig vorstellt. Auch das würde dann, selbst wenn es nur im Gehirn passiert, doch eine Nachricht senden und eine Wirkung haben auf unseren Körper. Aber selbst das macht er nicht. Da hat man irgendwie, oder er hat, sagt er, dann irgendwelche Widerstände, das zu tun, von dem, was er eigentlich wüsste, was gut wäre zu tun. Und wenn wir es tatsächlich täten, dann hätten wir auch wirklich gute Resultate, die wir erhalten können. Aber wenn wir es eben nicht tun, dann werden die Resultate nicht entstehen. Deswegen ist das Tun, das Machen einfach so wichtig. Natürlich ist es auch schon gut zu wissen, was gut ist zu tun, aber viel wichtiger als das Wissen, darum ist natürlich das Gute dann tatsächlich zu tun. Und daher brauchen wir Disziplin und Entschlossenheit. Und dann werden wir auch schon kleine Resultate ernten können, die uns dann inspirieren. Natürlich sagt er nicht, dass du es nicht auch versuchst. Aber das wäre auf jeden Fall das, was uns inspiriert. Wenn wir dann kleine Resultate schon mal sehen, das inspiriert uns dann weiterzumachen. Das andere, der zweite Punkt ist, dass wir so sehr volle Leben haben, wo wir so beschäftigt die ganze Zeit sind und das liegt an keinem anderen, sondern an uns selbst. Zum Beispiel in Rinpoches Fall, er reist wirklich die ganze Zeit und lehrt und da gibt es nicht einen Tag Pause. Und natürlich kann er da niemand anderen die Schuld zuschieben, sondern er hat sich das ausgesucht und er ist mit diesem Zeitplan einverstanden und andere machen das vielleicht auch im Urlaub. Manchmal sind deren Urlaube viel voller und viel anstrengender als ihre Arbeit. Da ist um 6 Uhr, um 8 Uhr, um 10 Uhr, immer ist was geplant. Und die Schlimmsten sind natürlich die Deutschen, die vielleicht auch die Österreicher, hat er gehört, sind vielleicht ein bisschen ähnlich. Aber wenn Rinpoche so seine Reiseroute macht, dann kriegt er in Deutschland nicht nur wie sonst einfach so, guck mal hier, um 3 und um 7 sind die Belehrungen heute, das war's. Sondern da ist wirklich jede einzelne Stunde oder jeder Zeitabschnitt von 7 Uhr morgens bis 22 Uhr abends aufgeführt. Da steht dann hier zu der Uhrzeit Frühstück und zu der Uhrzeit entspannen und ausruhen. Und hier ist eine kleine Lücke im Zeitplan. Rinpoche, was willst du da machen? Und da ist wirklich, also alles ist genau durchgetaktet und durchgeplant. Und wenn man dann auf den Zeitplan guckt, dann sieht plötzlich Rinpoche, ah ja, jetzt entspanne ich mich und jetzt ist Ruhe angesagt. Das macht es natürlich schwierig. Und das ist wichtig, das alles so ein bisschen runterzufahren und sich zu entspannen, weil wir einfach so beschäftigt die ganze Zeit sind und geistig die ganze Zeit so am Rennen sind. Und das ermüdet uns so sehr. Rinpoche sagt dies alles, weil er findet, dass es zwei Gründe gibt, warum wir eben so Emotionen entwickeln. Und das eine ist eben die Müdigkeit. Das ist wichtig, an dieser Müdigkeit zu arbeiten und diese zu verhindern.
Und das andere ist Hunger. Das gilt insbesondere für Männer. Er hat bei Frauen nicht so eine Wirkung gespürt, die können sogar lange fasten. Aber für Männer ist Hunger irgendwie synonym mit Wut. Und wenn wir dann wütend werden, sagt Rinpoche, das bezieht auf sich, sagt er, dann hilft es ihm zu essen und zu trinken. Einfach zum Essen, dann beruhigt er sich wieder. Und wenn er trinkt, besonders Wasser trinkt, das hilft ihm so sehr gegen Müdigkeit. Und wenn wir diese beiden Punkte vielleicht anwenden, das könnte uns wirklich helfen, uns zu verbessern oder Fortschritte zu machen und uns peu à peu von negativen Emotionen zu befreien. Natürlich nicht von allen, das ist nicht so einfach. Und auch hier sollten wir natürlich wieder nicht übersteigerte Erwartungen haben, sondern halt peu à peu können wir daran arbeiten. Und das geht eben nur so schrittweise, weil wir natürlich unsere negativen Gewohnheiten nicht erst seit gestern haben, sondern über Lebzeiten, über Lebzeiten, über Lebzeiten. Thank you.